Name ist Markus Schweiger, ich bin Präsident des Europäischen Detektivverbandes. Wir kümmern uns einerseits um die Ausbildung der Nachwuchsdetektive und vor allem der Personenschützer in Österreich, aber sind auch operativ tätig. Das heißt, wenn jemand ein Sicherheitsproblem hat, kann er zu uns kommen. Wir beraten ihn und empfehlen entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten. Die Ausbildung zum Berufsdetektivassistenten dauert ein Jahr. Die Leute lernen sehr, sehr umfangreich. Beginnen von der Rechtskunde, die natürlich für uns sehr wichtig ist, über Waffenkunde, Technikeinsatz, bis hin natürlich zu Dingen wie richtiges Observieren und Recherchieren. Die Personenschutzausbildung ist ein Bereich, wo vor allem körperliche Fitness gefragt ist. Das heißt, man sollte schon im Einstieg, wenn man den Kurs beginnt, gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Wir bilden die Leute aber dann natürlich auch noch aus in den Bereichen Kampfsport, taktisches Verhalten etc. Wichtig ist hier natürlich auch wiederum der rechtliche Bereich, das heißt, dass man weiß, wann man was tun darf, wann zum Beispiel eine Notwehr möglich ist, wann man jemanden vorläufig festnehmen kann etc. Der Europäische Detektivverband ist ein Dachverband von Detektivunternehmen, das heißt auch jemand, der Hilfe braucht, egal ob jetzt bei einem Schutzproblem, ob in einer Ehegeschichte, bei Unternehmensdiebstählen etc., kann sich auch an uns wenden, bekommt hier eine kostenlose Erstberatung und wir arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, wie wir das Problem aus der Welt schaffen. Der Sitz des Europäischen Detektivverbandes ist in Wien und zwar im 14. Bezirk, relativ weit draußen schon am Ortsende gelegen, hat den Vorteil, dass wir dadurch eine sehr große Grünfläche auch zur Verfügung haben mit Hindernisbahnen, Möglichkeiten für das Training, für das Waffentraining, Nahkampftraining etc. Die Adresse ist 1140 Wien, Hauptstraße 110, Telefonnummer 544-95-3223, die Internetadresse www.eurotet.at. Mein Name ist Diplom-Ingenieur Markus Schweiger und wir sind da, um euch zu beschützen.